Willkommen zurück zu Fußballmanager 2012. Es geht gegen den vierten Greuther Fürth. Ich meine, höher als vier werden sie am Ende eh nicht stehen. Richtig. Denn sie werden definitiv nicht aufsteigen. So schaut's aus. Wir sind mit. Ganz toll mit am Start. Wir haben die Deutschlandkarte. Jawohl. Nee, wir haben, glaube ich, 6 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem dritten schon. Also ganz, ganz gutes Ergebnis, was wir momentan fahren. Auf dem zweiten sind es, glaube ich, 2 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Oder drei mittlerweile, keine Ahnung. Jedenfalls schaut das Stadion und die Stadt in Fürth genauso aus, fast wie unser Stadion. Fällt mir gerade Nein, auf. unser Schöne. Ja, Wir haben aber die kein Stadt Tor, ne? zumindest, weißt du? Ach So, so. Dortmund und Fürth 1:1 die gleiche Stadt. Ja, die haben wohl das gleiche Bell geliefert gekriegt wie dir. Frage hier natürlich, wer kupfert von wem ab? Ja, wir haben wohl von ihnen unser Stadion wohl später gebaut. Und unsere Stadt. David, schön auf Mertens gespielt und. Doch, Gottes Willen, das ist ja peinlich. Da hätte das Ding schon sein können in der dritten Spielminute, was macht er denn? Ja, murdered it, murdered it, murdered it. Mensch, Mertens, letzte Saison brauchst du Jahre, um dein Tor zu schießen. Und was machst du jetzt? Peinlich, peinlich. Oh. Althoff macht dich warm. Bier schon Ja, und abgewehrt. Bruce ist eh jetzt voller Elan. Er hat seine Ansprachepunkte tatsächlich mal voll, 7 Stück. Wahnsinn, ne? Er feiert gerade. Ja, Ansprachepunkte voll, la 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 la. Dementsprechend haben wir die auch genutzt und einen ganzen aufs Spiel gesetzt, indem wir gesagt haben, in diesem Spiel geht es mehr als um 3 Punkte. Da kam so der DFB und hat gesagt, ja, zwischen Fürth und Penke werden heute 10 Punkte vergeben. Hier ist jetzt das entscheidende Spiel. Top-Spiel. 10-Punkte-Spiel. 1:0. Ja, ist gut. Oh, wie 1:0. Nico Bungert schleicht sich mit nach vorne und macht da Dingen. Schön hier vom gegnerischen Spieler aufgelegt. Danke, Schwarzer. Danke. Und dann netzt er Bunga, ein. Bunga mit dem Tor. Ja. Schön. In Manier eines Spitzenstürmers. Und was ist hier los? Na, Henry der Kopf. Thomas. Oh, dieses Über. Na, okay. Doch noch gefallen. Ich dachte, er hat ihn nur leicht touchiert am Fuß. Er hat ihn noch umgeschubst. Ja. Fran ist sauer, das sieht man ihm an. David, Latte und Mertens möchte nicht nachköpfen. Nö. Doch, das ist so. Nö. Heute nicht. Ja, lass ihn heil, also bitte. Der Witz mit dem 2:0. Ah ja, führt. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Von Fürth nach Fürth, es ist weit. Genau. Jo. Guter Start. Und Bier ist kurz davor, sein Bierchen zu bekommen. Ja, es sind nur noch so ungefähr 70 Minuten. Oh, so ungefähr. Vorne Martinitz, Thomas muss aufpassen. Ich geh mal lieber wieder den Rasen schneiden. Genau. Oh, schöner Abstoß vom Keeper direkt auf Martinitz, aber der macht nichts draus. Nee, der ist heute nicht so da. Nee, ne? Fällt mir auch so auf, der möchte heute nicht. Nee, Bruce hat mit mir geschimpft, jetzt bin ich traurig. Bruce, warum stimmst du mit mir? Ich bin traurig. Martin jetzt mit dem Schuss, aber Wölfli hat das Ding. Au! Könnte so Ja, eine das Sendung ist werden wie schon. Flipper damals, weißt du? Wölfli. Au! Naja. 3:0 und das nach einem Freistoß. Bunga nickt wieder ein. Bunga Bunga macht's da im Kasten von Fürth. Oh Gott, Bunga, ich würde dich gerne als Stürmer verpflichten. Bunga, Mertens, zurück in die Verteidigung. Bunga, du gehst in den Sturm. Okay, ja. Aber was strange ist, ne? Wir machen aus Standards Tore. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Was passt ihr nicht, Team? Wie aus Standards Tore? Vorstoßen musst ihr da! Naja, Vorstöße sind ja halt recht. Ja, hat er schon recht, Denkt sich der Spieler von Kräuter führt. Ja, die müssen Das vorstoßen. müssen wir verhindern. Ja. Also die Standards müssen wir nicht verhindern, nur die Vorstöße. Genau. Ja, Halbzeit. Passt, oder? Nein, ich find's echt scheiße. Nur 3-0. Nur aus 3 Schüssen aufs Tor 3 Buden gemacht. Also da habe ich mir schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. Absolut, absolut. Wer verfolgt uns nochmal lauter, ne?
Klautern, ja. Klautern. Ja, du wirst dein Ex-Verein verfolgt uns. Sag denen, die sollen das nicht mehr machen. Entschuldige mal, ja. David ist erstmal sehr erbost über die Kabinen. Ja. Die 5 Moralpunkte, ja. Ja, aber David, wir haben die doch ausgebaut. Ach, apropos Greuther Fürth, heute ist es ja soweit. Also für uns heute, für euch nicht. Ja. Dortmund gegen Greuther Fürth, Heimfinale am DFB-Pokal. Kurzer Stopp hier, 14 von Mertin, nennst du ja, aber weiter. Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es heute schwieriger wird, als es sich manche ausmalen. Weißt du, was daran interessant ist? Beide Teams sind bis jetzt im Pokal ohne Gegentor. Das ist für Fürth schon vor allem ein Akt gewesen. Für den BVB allerdings auch. Das wird sehr, sehr spannend. Mhm. Also ich würde sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, das Spiel geht so aus, wie es heute ausgeht. Ja. Dann mal sehen, ob du damit recht hast. Ich riskiere diesen harten Einsatz jetzt, Mertin, jetzt aber. Oh, wirklich. Oh, hab ihn. Oh. Nee, aber da hat Mertin jetzt auch wieder gezeigt, wie dumm er ist. Er hat es ja, glaube ich, in einem der ersten Spiele in der zweiten Liga hier gezeigt, wie schön er über den Keeper lupfen kann. Aber das darf man nur einmal machen. Der ist für die Saison schon verbraucht. Ja gut, aber sehe es ihm nach, er ist über das halbe Feld gelaufen, er konnte nicht mehr. So, fuck, ey, Ausdauer wie ein Seepferd. Mr. Mertinitz, komm auf die Bank. Ja, auf alle Fälle wird das Pokalspiel echt spannend. Bin wirklich gespannt, was da passieren wird. Das ist aber das Schlimmste gewesen wäre. Was? Ich habe heute ja fast kein Fernsehen gehabt. Nee, wieso das denn? Ja, weil, der Pokémon-Kart wird das Spiel. Der Pokémon-Kart, der Pokémon-Part wird er später kommen. Ja. Wo mich ja Otto stalkt. Aha. Die Fernbedienung ging nicht mehr. Okay. Und dann mussten die fast den ganzen Fernseher mitnehmen. Mhm. Die konnten mir nämlich keine neue Fernbedienung bringen, hat die Dame am Telefon gesagt. Die mussten den ganzen Fernseher mitnehmen. Okay. Und die wären heute gekommen und ich habe schon Angst gehabt, ich kann es nicht gucken. Mhm. Also nicht hier oben gucken. Ja. Aber dann haben sie sich doch gutmütig gezeigt und mir einfach eine neue Fernbedienung vorbeigebracht. Wow, unglaublich. Wahrscheinlich noch eine Universal-Fernbedienung, nicht mehr von hier Toshiba oder so, ne? Nee, die ist von Toshiba tatsächlich. Ui, auch von Toshiba NPD? Aber die sieht aus. Die ist auch von Toshiba NPD, ja. Ja, schön. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung, was da jetzt los ist, so. Aber Funzt alles, oder? Ja, es funzt wieder. Ja, ich kann schön. Auf jeden Fall Dortmund gucken. Gut. Ja, notfalls hättest du auch im Stream gucken können. Die zeigen ja wieder auf CDF oder so. Ja, nur ist der 2 Minuten, der ist ja noch verzögerter als mit meinem DVB-T. Mhm. Das soll schon was heißen. Also das ist so, wenn ich mit dir skypen würde, du schreist und ich muss 5 Minuten später schreien. So, ja, Patrick, ja, Moment, ja, genau, so ungefähr. Ich steht mittlerweile schon 2-0. Och, Bier. Och, Bier. Oh, Olivia Oceans 13 macht das Tor. Was soll das, Bier? Ja, es wird Zeit, dass du wieder trocken wirst. Act. Ja, guck, aber wenigstens kannst du schauen, das ist ja die Hauptsache. Und nicht, Moment mal, spielen wir zu Hause oder auswärts? Auswärts, ne? Wir spielen auswärts, ja, glaube ich. Ja. Und das in der Playmobil-Arena? Hm, ob das so gut geht? Ach nee, die heißt ja nicht mehr Playmobil. Ich glaube, die heißt jetzt Trolley-Arena oder so. Mhm. Keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall, ich sag 1-0 BVB. Ich möchte das kurz in Erfahrung bringen. Ja, wir spielen tatsächlich auswärts. Gelbe Karte für Sie, Asset Kraslav. Karaslanov, ihr seien irgendwie Karaslanov. Ich höre mich an wie Kalashnikov. Ja, Kalashnikov. Franz, schöne 360, kann sich da wegen 2 nicht durchsetzen. Es gibt allerdings die nächste gelbe Karte gegen die Fürther. Ne, geh weg, du kriegst ja nicht, geh weg. Doch, gelbe Karte. Für C, Johannes Geis. Den ist um Nummer 30, okay. 30. Wie? Aus dem Standard ist kein Tor gefallen. Hä? Hey, verstehe ich auch nicht jetzt. Also wir müssen Standards trainieren, aber ganz dringend. Wir haben schon lange nicht mehr aus dem Standard ein Tor gemacht. Ja, ist so, ne? Bayern-Gladbach spielt morgen, ne? Mhm. Was prophezeist du da? Na, ich sag mal, die Serie von Bayern geht morgen nochmal weiter. Denkst du wieder so hoch oder diesmal knapper? Na, ich denke mal 4-0. 4-0 denkst du echt? Ja, ich glaube schon. Wenn die wirklich so spielen wie gegen wie in den letzten 3 Spielen gegen Basel und so, dann. Mhm. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag 2-1 Gladbach. Oh, mhm. Da lehnst du dich aber ganz schön weit aus dem Fenster, Freundchen. Kannst du mich eigentlich jetzt schon rausschubsen? Ja, Sternchen, Rausschubsternchen.
Aber mal sehen. Ich glaube, die sind sich wieder ein bisschen zu sicher. Denken wieder, die sind's. Jetzt Ja, werden sie wir ganz machen locker jetzt jedes Meister. Spiel Genau, ganz locker immer Champions League, fünf. ganz locker Pokal. Wir sind die Bayern, mir ist an mir, bla bla bla. Und dann geht's wieder auf die Fresse. Na, wir werden sehen. Morgen. Also für uns morgen, für euch ist es ja schon lange vorbei. So, wir haben das 10-Punkte-Spiel gewonnen und sehen, wir haben jetzt 29 Punkte. Und 5 Punkte auf den zweiten. Ja. Mittlerweile ist es echt ziemlich gut, was wir veranstalten. 7 auf Gladbach. Klasse Bilanz. Ja, wir sind seit eben 8 Spielen ungeschlagen. Guck dir mal die Tordifferenz an. Ja, von 22, ja, überleg mal. Wir sind Sehr hier unheimlich. das neue Barcelona. Genau. Bayern wollte nicht sagen. Nee, wollte ich echt nicht sagen. Ich habe Nico Bonga Bonga beim Wahlmacken beobachtet. Er war heiß. Nick falsch verstehen, Stefan. Weil es nicht heißt in diesem Sinne, sondern einfach nur heiß, ja? Genau. Aber er ist nicht in der Elf des Tages, nö. Dafür aber Panewitz, der sehr viel zum Spiel beigetragen hat, ebenso wie Der Bumstar. Bumstal, bitte. Ja, Ja, Entschuldigung. alles klar. Mertin auf 1, Fran dahinter, Witte und Oldtor folgen auf 7 und 12. Geh mal weiter runter. Ich möchte Bunga Bunga zwischen dem Out drin. Oh. Warte. Bunga Bunga ist auf der 37 jetzt. Ja, immerhin. Ich meine, als Innenverteidiger. Verplay sind wir auf Platz 1 mit Erzgebirge Aue. Wir sagten, das Duell, Panewitz, Note 2, 8 und 11 Pässe kamen an. Diesen Bildschirm hatten wir auch lange nicht mehr. Ja, Das ist echt das hast du vernachlässigt. versaut. Wie ich. Du! Ich bin für diesen Bildschirm nicht verantwortlich. Witte, sind die Kabinen jetzt so okay für dich? Ja, gut. Meine Moral sinkt nicht mehr. Okay, steigt sie wenigstens auch? Nein, nein, also so toll finde ich das jetzt auch nicht. Ich meine, schwarze Holzbänke, ich hasse schwarz, ja. Genau. Ne, die sind lila. Ja, genau, Plila. Plila-gelb sind die. Mann, wie lange wir schon Plila nicht mehr gesagt haben. Also überleg mal, wir haben jetzt 3 Saisons in unserem Plila-gelben Trikots gespielt und wir haben nie Plila erwähnt. Soll uns schämen, ey. Echt, ey, das müssen wir nachholen. Plila, 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 Plila. Das ist noch zu wenig. Okay, Plila, 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 Plila. Naja, Lile. ich lasse es. Du hast Stockwerden-Bumstal. Okay. Patrick Meental. Ja, wie geht's der Familie, Guy Tancraps? Wie, Fußball reden? Ich möchte nicht immer nur über Fußball reden. Fußball, Fußball, wenn ich das schon höre. Fußball Bitte. ist mit 7 Euro, dann ist die Tribüne nicht zu finanzieren. Dafür, dass ich dir die Kabine gemacht habe, musst du körperlich stärker werden. Außerdem bist du digitiert. Genau, du bist digitiert. Markus Hoffmann und Franz befreundet, was soll das? Es werden hier keine Freundschaften in unserer Mannschaft geschlossen. Es muss Rivalität herrschen. Genau. Abneigung und Hass. Genau. Barcelona verliert. Krass. Krass, Barcelona verliert. Krass, Nie ne. gesehen, ey. Ja, aber komm, in der Saison sind sie auch schlecht in der Primera Division. Okay, oder? Madrid ist halt überdimensional stark. Ich glaube, die haben von 26 Spielen 23 gewonnen. Und sind meilenweit auf Platz 1 vor Also Barca. sind wir die neue, sind wir das neue Real Madrid und nicht das neue Barcelona. So kann man sagen. Zumindest in der Primera Division geht Madrid wieder ab. Was ich gut finde, weil ich Barca nicht mag. Ja, also ich auch lieber Madrid als Ja. Barcelona. Wobei wir Barcelona natürlich Ronaldinho gespielt hat, ne? Das darf man so nicht vergessen. Das weiß leider keiner mehr. Deshalb gehen wir zum nächsten Thema über. Markus Hoffmann ist verletzt. Nein, Marco Hoffmann. 8 Tage wegen einer Oberschenkelzerrung. Ah, aber Mann. Dafür kommt Nelson, er freut sich. Nee, also Scheiße, spielen, Mann. Sagst du Alter von Beginn an? Nee, ne? Nee, nee, bin ich Nicht mehr für vergeben. Fragen? Na gut, da kommt für Fragen, ja, aber nicht für Murder. Das muss lehe. Nee, nee. Nie im Leben. So, nächstes Spiel geht's gegen Wehen Wiesbaden. Dort sehen wir uns wieder. Bis denne. Bis denne.